Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdadum zu einem neuen Let's Play Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir gegen ja, den Typen Flordelis gekämpft. Ja, und er sagte dort, hier sehen wir es nochmal, dort befindet sich ein legendäres Pokémon, was die oben zu stehende ja, ultimative Waffe mit Energie speist. Ja, heute werden wir uns mal in diesem Part durch diese Tür hier begeben und hinunter gelangen zu diesem legendären Pokémon. Auf geht's, würde ich mal sagen. Wir uns. Gut. So zusammen mit Serena hier. Und ich habe es gewusst. Habe ich es gesagt, dass hier gleich Trainer kommen. Nein, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es geahnt. Wir müssen euch bitten, umzukehren. Weiter unten befindet sich schließlich das legendäre Pokémon. Warum erzählst du denn das? Ich fasse es nicht. Wie kann man nur so blöd sein? Team Flair Vorstand und Team Flair Rübe möchten kämpfen. Na, dann. Toxicroak und Cleopatra. Und wenn ihr kämpfen wollt, ich will nicht unbedingt kämpfen, aber ich kämpfe doch immer wieder gerne. Ja, das ist ein Widerspruch, aber gut. Sofern auf Cleopatra. Tiefschlag. Psychokines. Okay, Toxicroak wurde besiegt. Nein. Oh. Psychokon wurde besiegt. Okay, Christoph ist aber noch da. Der kann jetzt einmal Surfer einsetzen. Huh. Das ist aber ein bisschen knapp hier. Ich habe noch wenige KP. Christoph hält LP-Punkte und Justina hält Level 44. Justina versucht Ruheort zu erlernen. Naja, ist jetzt nicht die ultimative Waffe, deshalb ja. Was? Ultimative Attacke, meine ich. Was, so schnell habe ich die besiegt? Wow, okay. Vorstand, ihr Rotznarren, ihr tragt ja noch nicht mal Anzüge. So richtig aufeinander abgestimmt seid ihr zwar noch nicht, doch ihr seid verdammt stark. Tja, so sind wir halt. Serena und der Zwergfürst. Das ideale Team. Gut, weiter geht's. Das war, na gut. Eine etwas leichtere. Oh, ich kann Flordelis Argumente nicht wirklich verstehen. Oder so ähnlich. Das war eine leichte Herausforderung. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen schwerer. Selbst wenn ich die Informationen stimmen, kann ich nicht glauben, dass Superhirne wie wir dazu abgestellt werden, verirrte Ratzfratz aus dem Weg zu räumen. Wir werden nicht verlieren. Wir lassen euch nicht vorbei. Diejenigen, die hier weiterkommen werden, sind wir, Team Flair. Okay, ja. Sorry für das schlechte Lesen, aber ja, bin nicht in der besten Verfassung. Team Flair Rübe möchte kämpfen. Voltenso wird von Team Flair eingesetzt. Lügen wird eingesetzt. Okay, wieder zwei Pokémon. Na gut, macht's mir leicht. Das ist. Da muss ich mich nicht anstrengen. Ja, ihr hört es, meine KP sind fertig und ihr seht es jetzt auch unten im Bild. So fair. Ach, das wird auf alle eingesetzt. Oh nein. Das war sowas von berechenbar. So diese Stimme. Was ist mit Psyogon passiert?
Hat er sich wiederbelebt? Grimasse. Auf wen wirst du das einsetzen? Ach so. Sauron. Oha, meine Pokémon sind schon fast. Ich habe nur noch Lenificate und Justine. Na gut. Lenificate, vielleicht kannst du ja irgendwas ausrichten. Was soll Lenificate tun? Spukball. Auf Magnüren. Magnalüren. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ja, das ist ein bisschen effektiv. Nicht so effektiv wie die Attacke, die Magnalüren eingesetzt hat, aber gut. Alles klar. So, Justine. Meine letzte Hoffnung. Setzt natürlich weiterhin auf Magnaüen ein. Fliegen. Ja, sei denn. Oha, was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, fliegen. Das kann jetzt nicht auf Magnaüen wirken, weil Magnaüen ist tot. Wow, Flamara hat Wurzensor fast besiegt. Ja. Fast ist ein bisschen untertrieben. Muss man sozusagen. Justin erhält 1777 EP-Punkte und geht siegreich aus dem Kampf gegen Vorstand und Rüpel hervor. Ich habe verloren, aber das spielt keine Rolle. Lang lebe Florodelis. Selbst Niederlagen grämen uns nicht, sondern wir haben ja noch Meister Florodelis. Okay, ja, wenn ihr denkt, euer Meister Florodelis kann ich da jetzt hier noch großartig was helfen. So, dann legt ihr falsch, würde ich mal sagen, aber gut. Zwergfürst, Sekina. Ich glaube, ich spinne. Was machst du denn hier? Es tut mir leid. Ich weiß ja, dass ihr euch ja ein Klotz am Bein sein werde. Aber wir sind schließlich Freunde. Und Freunde lassen einander nicht im Stich. Es tut mir leid. Du hast dich bis hierher durchgeschlagen, obwohl es so gefährlich ist. Ich habe deine Gefühle nicht berücksichtigt. Du hast recht, wir sind Freunde und sollten zusammenhalten. Zwergfürst, sie kann mit uns kommen, nicht wahr? Oh. Jetzt muss ich hier noch anscheinend, ob ich... Jetzt kommt die Heulsuse dort von hinten und will... Hallo, ich bin gerade in der Mission, ich muss gerade hier die Welt retten, also... Nun... Verstehe, dass du dir Sorgen machst, weil es aber hier immer gefährlicher wird. Aber es ist viel gefährlicher, wenn sie allein zurückgeht. Nee, ich habe da alles besiegt. Sie kann da ruhig zurückgehen. Das ist, was ist daran gefährlich? Der Weg ist frei für sie. Lass uns alle gemeinsam gehen. Okay, danke. Okay, und was durfte ich jetzt daran bestimmen? Ach, ist mir auch Schnuppe. Soll sie ruhig mitkommen. Wenn sie mich nicht stört. Und noch ein Kampf. Juhu! Unser großartiger Plan ist noch nicht aufgegangen. Wir können uns keine Unaufmerksamkeit erlauben. Flair! Flair! Team Flair! Okay, das war ein bisschen schlecht. Team Flair Rübe möchte angreifen. Wieso? Wir möchten die alle kämpfen. Okay, Hundemann und Keks. Okay, und ich habe nur noch Justine. Das ist sehr schön. Dieses Mal fliegen ein, also in der Hoffnung, dass das jetzt nichts passiert. Juhu! Justine wird Attacke ab. Hältst du mich, Justine? Auch wenn ich Kaiser bin. Das wird an dem Kampf nichts ändern. Das war
effektiv, aber nicht effektiv genug, würde ich mal so ausdrücken. Initiative von Justine steigt. Stark. Was steigt oder singt? Ich glaube, er singt. So ist die Stimme. Okay, Iro 6 wurde besiegt. Ja. Schön. Letztes Pokémon besiegt. Kann die noch weiter kämpfen oder bin ich jetzt gleich K.O.? Ja, scheinbar kann sie noch weiter kämpfen. Aber nicht mehr lange. Och, bitte hab noch ein Pokémon, bitte hab noch ein Pokémon, bitte hab noch ein Pokémon. Absol. Okay, puh. Jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr machen, also ich muss keinen Knopf drücken, weil. So. Ich tu nichts mehr. Meine Pokémon sind. Alle. Komm, halt durch, Absol. Halt durch. Halt durch. Was, wieso rufst du den zurück? Flamara. Okay, ja, Flamara. Nee, gegen einen Hundemon. Bitte mach keine Scheiße, bitte mach keine Scheiße. Oh Mann. Ich kann ja nichts machen, wenn mein Pokémon-Team K.O. ist. Mach keinen Scheiß. Flamara wurde besiegt. Oh nein. Ich hab Angst. Absol. Bitte nicht dein letztes Pokémon, bitte nicht dein letztes Pokémon, bitte nicht dein letztes Pokémon, bitte nicht dein letztes Pokémon. Absol wurde besiegt. Bitte nicht ihr letztes Pokémon. Quajutsu. Puh. Das ist spannender, als wenn ich kämpfen würde. Und. Mach kaputt. Puh. Alter. Hundemann wohl besiegt. Du besiegst Team Flair Vorstand. Ja, ich besiege Team Flair. Natürlich, ich, ja. Habe ich gut gemacht. Das lese ich jetzt nicht vor. Aber gerade mal so noch, also auf den letzten. Was ist jetzt mit meinem Pokémon? Oh, wieder komplett geheilt. Wusste ich nicht, danke. Wie auch immer die geheilt wurden, ja. Hier geht's runter. Wo ist denn eigentlich hier? Wo ist denn eigentlich Freundin hier, die. Wer ist denn die Senna? Wo ist denn die geblieben? Die wollte doch hinterherkommen. Ja, gut. Mir doch egal. Ich hab eine. Egal, wir müssen die. Linksmaus stoppen. Da ist schon die finale Tür. Da ist sie ja. Da kommst du auch noch. Ein elektrisches Schloss. Was machen wir da? Das hier könnte ich vielleicht nützlich sein. Das könnte ich, was habe ich da gerade gelesen? Egal. Wenn man mal bei einem Rätsel nicht weiterkommt, löst diese Maschine es daher für einen. Ich habe sie von Citro bekommen. Sie funktioniert allerdings nur ein einziges Mal. Elektrische Schlösser und Rätsel sind ja im Prinzip das gleiche, oder? Oh, das Schloss ist aufgegangen und die Maschine ist wirklich hinüber. Wow, Senna, du und Citrus Maschine, ihr seid beide auf jeweils eigene Art sehr beeindruckend. Hier sind wir also, endlich. Dort drin ist das legendäre Pokémon. Helfen wir ihm. Okay, helfen wir ihm, rein da. Auch wenn meine Lesekünste zu dieser Zeit, ja, dieser Tageszeit jetzt nicht mehr so ganz gut sind, werden wir es noch schaffen. Na, wenn das mal nicht episch aussieht. Das ist der am tiefsten gelegene Punkt der Basis. Irgendwie bekomme ich kaum noch Luft. Hey. Ist dieses Kokon ähnliche Ding dort das legendäre Pokémon? Es sieht nicht so aus, als wäre es am Leben. Was? Wo sind denn die jetzt hergekommen? Das geht euch überhaupt nichts an, wo wir hergekommen sind.
Die ultimative Waffe hat bereits 99% der Energie des legendären Pokémon absorbiert. Aber wir sollten kein Risiko eingehen und sicherheitshalber die Belger fertig machen. Oh nein, sie wollen uns an den Kragen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich will hier weg. Oh, Senna. Ich hätte mir denken können, dass das wieder passiert. Netzbeben, die hier überlasse ich dir. Ich passe auf, dass Senna nichts zustößt. Ja, danke. Jetzt hau die hier auch noch ab und jetzt darf ich hier alleine gegen die Flair-Typen kämpfen. Vielen Dank. Ich habe mal wieder ein tolles Team. Ich habe das beste Team der Welt hier mal wieder bekommen. Kümmert euch um die fliehenden Rotznasen. Ich hätte diese Kinder nicht unterschätzen dürfen. Schließlich haben sie es bis hierher geschafft. Uns zu spalten war zwar kein ausgefallener, aber dennoch sehr nützlicher Trick. Dieses Mädchen hat was drauf. Okay, da waren es nur noch 4, aber gut. Nun gut, du denkst also, du kannst uns besiegen. Naja, daran war ich momentan ziemlich zu zweifeln, aber ich speichere mal erstmal. Mal gucken, was wird. Aber in den Kampf. Glaubst du, dass alle Lebewesen glücklich werden können? Grundsätzlich ja, um mal die Frage zu beantworten. In der Herausforderung von Team Flair Vorstand. Klipper da wurde von Vorstand des Team Flair eingesetzt. Los, Christoph. Oh, mein Team ist wieder geheilt. Los geht's. Du besiegst Vorstand Team Flair. Du versuchst ja nicht mal Meister Flordines Schmerz zu verstehen. Ne, wieso auch? Versuchen tue ich schon, aber verstehen kann ich es nicht wirklich. Los, nächster bitte. Die ultimative Waffe raubt die Kraft des legendären Pokémon. In der Herausforderung von Team Flair Vorstand. Schluckweg wird von Vorstand Team Flair eingesetzt. Schluckweg. Ach, nur ein Pokémon. Das wird doch zu machen sein. Yes. So, das hätten wir auch geschafft. Blieben es nur noch 2. Da waren es nur noch 2. Ich glaube, die schaffen wir auch noch. Ganz zackeliduster hier mal. Du da. Um wunschlos glücklich zu werden, behalten wir von Team Flair alles Geld für uns. Okay, ich will mich nicht in eure Angelegenheiten anlegen, aber so gut, geizig ist das schon, würde ich mal so sagen. Magnüren. Oder, ach, das wieder. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich bin schlecht da drin. Gut, Mega-Entwicklung, um es mal ein bisschen spannender zu machen. Und Surfer. Sollte mal ein bisschen schneller gehen. Surfer. No, das ging noch ein bisschen schneller. Ich muss zwar noch mal draufhauen, aber... No, dafür bin ich doch mal zu haben. Um doch mal drauf zu hauen. Ja. Komm. Biss. Lucario erreicht Level 50. Vorstand von Team Flair. Setzt Hundemann ein. Okay, den kriegen wir auch noch hin. So fair. Okay, das bringt's auch an. Und kaputt. Jason erreicht Level 39. Lenificate erreicht Level 46 und Let's Play Markus erreicht Level 41. Oh, extremer Levelaufstieg.
unser Ziel ist es, wunschlos glücklich zu werden mit Geld. Willst du etwa nicht, dass wir unser Glück finden? Nö. Möchte ich nicht. Gut, letzter hier. Dich mache ich fertig. Wenn ihr glaubt, jetzt noch Team Flair beitreten zu können, habt ihr euch geschnitten. Ich wollte nie wirklich Team Flair beitreten. Also, das ist ein gewaltiges Missverständnis. Ich habe zwar früher mal immer gerne gesagt, dass ich die Teams auch cool finde, dass die gut gestaltet sind oder sowas. Ja, auch diese Teams habe ich relativ schnell besiegt hier. Ihr hofft wohl ein Stück von unserem Kuchen des Erfolgs abzubekommen, oder? Was? Nein, ich möchte mal verdammt nochmal die Welt retten, das. Und zwar ziemlich bald. Unmöglich. Das kann einfach nicht wahr sein. Unmöglich. Erstattet Master Flo Delis Bericht und ruft Verstärkung. Okay, ja, besiegt. Spreche mal kurz mal zwischen, weil... Gut, und dann würde ich mal sagen, los geht's. Auf das legendäre Pokémon. Gucken wir mal, wie wir das Pokémon retten können. Knack! Was passiert? Schuhe. Hose. Oh, eine Nahaufnahme von mir. Form eines Y. Wow. Übertreib ruhig. Epic Fail.